Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen hier zurück auf der Gemeinde Rade Zusatzfolge mit dem lieben Florian und dem lieben Sebastian. Moinsen! Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben die Zeit gefunden, wir haben noch eine weitere Gemeinde Rade Folge für den Dienstag aufgenommen. Da brauchst du so eine. Da seht ihr noch ein bisschen weiter mein wunderschönes Gruppern. Das ist aber schon der Fall. Und ich höre immer noch mein wunderschönes Geschrei von meinem Johnny. Herrlich, herrlich. Ich muss ich dir nochmal eine Bar machen. Ich bin mit dem Feinschliff auf dieser Seite fertig. Es wird entspannt. Entweder ich sehe die vorher mit dem Kalken fertig oder ich vorher mit dem Gruppern. Ich habe noch eine Bar. Du bist vor mir fertig. Ja, nämlich ich. Ich habe nicht mehr viel. Wo bist du denn gerade dabei? Am Flügen? Oh ja, ein bisschen was. Ich bin immer noch am Flügen, ja. Aber der größte Teil ist weg. Ja. Also muss ich sagen, der Helfer hat schon einen guten Teil weggemacht, ne, von sich aus. Ja. Aber der, also 3 Stunden hat der Johnny. Also hat der Helfer mal gute Arbeit gemacht. Ich muss sagen, auf der Gemeinde Radl leisten sie eigentlich bis jetzt alle relativ gute Arbeit. Ja. Ja, das sagt mir was anderes. Wo ich noch nicht dabei war, auf der Rade. Ja, beim Häckseln auf der 47 war es wieder was anderes. Oder können die sich jetzt, seitdem ich da bin, benehmen? Nee, sie sind ja gleich gut, wie halt ein LS-Helfer ist, aber manchmal gibt es halt echt Felder oder Tage auch. Da geht halt einfach nicht von denen aus. So, warte mal, ich muss jetzt mal kurz strategisch nachdenken. Bin jetzt auf der 16. Die 30 braucht nicht pflügen, oder? Brauchst du nicht, dann fahre ich jetzt so 30 hoch. Dann können wir nämlich da eine Folge dann ansehen. Und dann hat heißt für mich dann irgendwann später auf die 7, dann auf die 40 und dann nochmal auf die 5. Ich hab Bock. Mit dem Mockaffen, was? So, der Helfer läuft wieder. Warte mal, nur mal kurz auf die ist. Also mal ganz ehrlich, so nebenbei. Langweilige Arbeit hab, also Zeit hab ich nie. Ich auch nie, ich bin jetzt die seit Folge 3, nee, die Folge 2 am Gruppern. Hab jetzt bis jetzt 4,2 Stunden auf mit schon, schon genau. Am auf meinem Fan drauf. Ey, du brauchst gar nichts sagen, ne? Ich bin seit mehreren Folgen, ich sehe nur noch Kartoffeln und Zuckerrüben. Also seit gestern. Und hab jetzt halt dann noch so zwischendurch mal sowas gesehen wie. Keine Ahnung, Flügen oder sowas, ganz kurz, aber bloß. Das ist jetzt echt eine problematische Situation hier. Warum? Der Lampkin-Gruppe, der Scheibeneck ist ein bisschen breiter als vorher. Links ist Zaun, rechts ist Verkehr, es ist eine Kurve. Ich hab's geschafft. Alles gut. Also diese Straßen sind für teilweise so große Fahrzeuge, wenn er dir ein Auto entgegenkommt und es ist noch eine Kurve und ein Gartenzaun. Eng. Müsste man eigentlich für jede überbreiten Transporte noch ein Begleitfahrzeug mitnehmen. Na, nur noch mehr Chaos. Ich fahre jetzt grad. Das Begleitfahrzeug soll einfach bis auf weiter vorne die Straße spielen. Bin ich froh, wenn ich durch bin, ne? Ja. Also ich habe noch was lange vor mir. Ich auch. Und du bist mit dem Kalken bald durch. Ich muss auch zu ein paar Felder fahren. Ich muss auch zu 30 fahren. Weil die auch gekalkt werden muss. Ja, da bin ich auch noch zu lange. Also werden wir uns auf der 30 treffen. Ja, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh nein. Ich war die Holzmühle. Ich war zu Feld 30. Okay, ist weg. Muss alles weiß sein oder bleibt es auch so, wenn er jetzt übergegrubbert hat, dass ich schon wenn ich einmal drüber gekalkt habe, ist es gekalkt. Jo, da also kann ich jetzt so fahren. Ich bin gleich wieder da. Yay. Oder soll ich zuerst zu Feld 5 fahren? Nee. Oh. Mir komplett egal, macht du wieder willst.
Nee, ich fahr erst zu P30. Langsam wird man müde bei dem ganzen Kartoffeln. Ja. Bin ich froh, wenn der Helfer wieder auf der anderen Seite mit dem... Wenn der Helfer wieder auf der anderen Seite weiter darf. Oh. Ja. Dann ist die Seite endlich komplett durch. Ich hab's fast. Aber ich muss auch komplett dabei bleiben. Naja, dann magst du noch einmal kurz einen Sprint und dann hast du es. Für die nächste Zeit. Das Ding läuft ja bloß, wenn wir 20... Da kommt überholt, überholt. Nicht. Ja, ich hab den Verkehr überholt. Einmal ohne sagen, einen Unfall. Wir kriegen ja nochmal, für die Mission nochmal knapp 100k. Ja. Also das ist schon nicht schlecht. 10k. Das Schneidwerk ist drinnen damit. Ja. Ich glaube, ich sollte mal lieber auf der Straße altern und Differentialspannung ausschalten. Und jetzt kommt hier wieder die Frage, warum habe ich sie überhaupt an? Ich habe nicht fragen wollen. Ich auch nicht. Ein Fahrzeug ist langsamer ist als dieses, als der Varion. Oder Varion. Ne, Variton. Variton. Variton, ja. Wie der Grimme halt. Wenn mir ein Fahrzeug das langsam ist. Ja. Ich glaube, wir müssen beide welche, oder? Nee, ich nicht. Das ist auch von Grimme. Wir haben ja die gefilmte Version davon. So. Ja, dann. Alles kann man eigentlich nicht so richtig als Fahrzeugstück selbst gerade sehen, oder? Ja, eigentlich ist es. Sind die 5 km/h komplett ausreichend, um ein bisschen auszurichten? Weil eigentlich steht man da im Real Life, steht man da daneben und läuft mit. Ach, eine neue ist kommen. Hat es bei mir gerade geleckt. Jetzt ruft Saft. Nicht passiert. Normalerweise weiß Flipsi, wenn ich sag, ist nichts passiert, das was ist. Ich sehe dich gar nicht mehr. Also pushen geht. Philipp, mach's jetzt an! Was ist? Mach mal kurz etwas an. Achso. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Du warst in den Bäumen drin gestanden. Hast den Kalkstreuer aufgeklappt. Hat nicht ganz so gut funktioniert. LKW ist umgeflogen. Was ausmachen? Nein, was anderes. Ich sag nur eins. Berlin? Verkehrsunfall. Ah, ja. Verkehrsunfall. Hat da jemand kein Gummi angehabt? Ach nein! Ich wurde mir tatsächlich wieder auf MS-80 geschaltet. Ich hab nichts Schlimmes gesagt, ich hab bloß gesagt, ob jemand wieder sein Gummi vergessen hat auf den Reifen. Nein, mir ist einer hinten auf dem Miststreuer drauf, auf dem Steuer drauf gefahren. Fahrst doch. Ich frag nicht. Aber mir ist gerade eingefallen, unsere ganzen Felder müssen wir danach nochmal düngen auch noch, ne? Wer hat Bock mehr zum Güllefass? Nein! Ich bin gleich wieder da. Jo. Schalt, sprühe den Ding uns aus. Oh nee. Warte mal, ist er noch drin im LKW? Ach nee, er ist noch drin, oder?
Du hast die Kalksteuer an, Junge. Oh nein. Wo bist du? Ich hol ihn nicht. Ja, sorry, aber das Kalksteuer. Ja, du hast ihn zurückgesetzt, das ist der komplette Tank hier. Nein. Doch. Scheiße. Wenn ich ihn zurücksetze, ich bin ihn halt weg. Ja gut, ne? Er steht da. Das sehe ich jetzt nicht mehr, kurz werden. Oh nee. Ich habe mich gerade reden gehört über das. Du hast Kalkstreu angelaufen. Oh Mann. Nicht mal schnell den Motor aus. Wenn wir ja, vielleicht schlauer so. Auf der Ellerbach hätten wir jetzt einfach das machen können, ich hätte einfach hinlaufen können, Zapfwelle ab und dann wäre das ganze Ding ausgerissen. Ja. War es aber glaube ich nicht so angenehm ist in echt, wenn man bei Laufen der Zapfwelle die Zapfwelle abzieht. Unangenehm. Ja, das geht gar nicht, man muss es erst ausschalten. So. Oh, der steht jetzt beim Händler, oder? Normalerweise schon. Ja. Und leer. Du wolltest den Flo nur Vorsprung geben. Jo. Danke, Helen. Ich muss die extra wieder zum Grünen fahren. Sorry. Kann ich mir das Geld es wieder mit der Kalkproduktion. Darf man unser Kalk selber produzieren? Darf man es nicht immer kaufen müssen? Kann man den Kalk wieder gut? Den, wo man ja, wo ich sagen. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch ich habe tatsächlich noch gar keine Kalkproduktion gesehen, also jetzt auf der NF Marsch, aber ansonsten oder gibt es da inzwischen welche? Ich weiß es nicht. Helfer J war der Johnny, den habe ich. Bin hier unten fertig. Ja, jetzt können wir den Kalk wieder neu kaufen. Ja, den schreiben wir uns aber gut. Oh, die untere Ecke ist auch schon weg. Fast, ja. Ich hab da noch ein bisschen was stehen. Wir haben 79%, und wir haben fast 80%, Alter. Und es stehen noch so viel. Alter, was dabei rumkommt, ne? Für uns dann, das ist krass. Wollen wir das dann einlagern oder verkaufen? Ich hätte es verkauft bei der BGA für 500, für 450. Es gibt auch 450. Okay, Erdfrüchte gibt also bei der BGA durchschnitts 450 Euro, okay. Zuckerrüben, Kartoffeln geben da gleich viel. Ja, er flüchtet halt eben. Ich werde die Folie easy auf Feld 30 fertig mit den mit Gruppern. Easy. Muss ich dann noch stimmt, dann muss ich auf die 7, oder? Wie weit ist die inzwischen? Ja. Ich glaube, ich mache eher eine Pause und sehe an. Da kommt mehr. So? Mhm. Wollen wir tauschen? Ich glaube, du siehst. Ne, du verkalkst. Oder du kannst sehen und ich glaube währenddessen. Ich glaube ja nicht.
Hier steht auch noch. Soll ich das Ding gleich schon mal verkaufen? Mhm. Diese zwei Anbaugeräte. Für die Zuckerrüben? Ja. Ja, weil die bestehen ja nur rum. Und im Prinzip brauchen wir es ja nicht mehr. Mehr. Weil die bringen ja doch auch noch mal. Glaub 100 irgendwas haben 900, wir ausgegeben. Also 59 bringt noch die der Ernte. Ja, mit 100 kann man mal rechnen, mit 100.000. Ja, ungefähr. Oder 90 sowas. Jetzt nicht mehr. Ja, du. Wir sind autoseitlich rein. Ich bin aus der Kurve rausgefahren, gell? Das Auto war noch nicht da. Schießt an, gell? Ich so, Auto, bleib stehen, zack, nee, gefahren. Ja, der KI... Bleib stehen, hupt und fahrt weiter. Auto hätte total Schaden. Hm. Ja, der lässt doch nicht. Nee. Den LS nicht, nee. Geil, ich könnte sogar mit meinem LKW ansehen fahren. Ich habe sogar den Anschluss am LKW dran. So. Wollen wir vielleicht sagen, wir dürfen nur 10 km/h ungefähr am Hof fahren oder 30? Wie meinst du? Also dass man nicht über 30 fährt am Hof. Manche Lexen, da fahrt man schon fast 100. Ja, mir egal, wie viel fahren wollt. Also ich hab da keine Probleme mit Lexen. Also. Auch nicht wirklich. Wahrscheinlich ist es mein Internet gerade. Ja. Da wird uns gut gehen, ja. Das heißt, brauchen wir bloß noch 300.000 auf den Kartoffelernter. Kartoffelernter, genau, Rübenernter. Zuckerrüben meinst du? Ja, Zuckerrüben. Kann man ja auch Rübenernter sagen. Oder? So. So, ich bin mit Feld 30 durch. Jaji. Schon dumme Gruppern? Ja, nee. Aber ich sehe jetzt an, weil dann kann das Zeug schon mal gedeihen. Während wir das andere Zeug noch fliegen und dann da weitermachen. Oh, das ist knapp. Ah, schau, aber wie nicht. Scheiß. Gerade bauen. Ich war vorne dran. Schnell. Warte mal, ich müsste... Leute? Ja. Leute? Bei mir wird es jetzt gleich Essen geben. Du, ja. Ja, dann. No problemo. Ja, also. Bis später. Bis später. Wie lange ist der Server noch online jetzt gleich? Danach, nach der Aufnahme muss ich weg. Okay. Ich stell mal ein. Boah, der Case ist ja rot und silber. Ich kenne ja bloß nur noch mit rot und braun. Aber ich kann noch bis zum Ende der Aufnahme. Wir sind jetzt bei 19 Minuten, also 6 Minuten, 7 Minuten. So. Hatte vorhin der Flipsi gesagt, er kann nur noch 20 Minuten? 22. Hm? Bis halber. Bis halber, jetzt haben wir noch eine Minute. Ja. Leg. Hallo. Hallo. Wo ist die Sämaschine? Die Sämaschine? Ja. Da, wo sie hingehört. Was hast du die aufgeräumt?
dass wir auch Ordnung auf dem Hof haben. Die räumt doch nur auf, wenn mit der Arbeit fertig ist. Ja. Haben wir Milch in dem Fass drinnen? Wasser. Und das bleibt da auch stehen. Ja. Das steht ja schon seit Anfang. Und wann haben wir den? Oder irgendwann müssen wir ja auch Milch transportieren. Haben wir schon. Haben wir schon. Und wenn wir Milch transportieren, schaut es anders aus. Also da steht ein Haken. So, dann füllen wir das Ding nochmal auf. Die Dinge haben wir ja noch richtig gut drinnen. Und dann ziehen wir nochmal. Nee, hier ganz ab. Ja. Wunderbar. Dann geht's jetzt gleich zu 16. Ich muss dann weg, ne? Also. Ja. Wird die Folge ein bisschen kurz, wir sind jetzt bei 21 Minuten. Aber ja, Mai. Wir haben ja noch zu 2 Zusatzfolgen, also. Gut. Auf die Minute kommt die sicher drauf an. Ja, da dürfen wir uns fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, kommt dann wieder der Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Den roten Button, falls noch nicht getan. Grau färben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Jo. Und schaut gerne bei mir vorbei. Genau, schaut gerne bei mir vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns dann zu einer weiteren Folge am Samstag. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Tschüss. Ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be